Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Wir sind hier in Flussheim. Verdammte Bauern, das ist doch Wucher. Was? Was für ein schöner Tag, nicht wahr? Genau richtig für einen Einkauf. Bei mir. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Außer meinen Waren, meint ihr? Nein, im Ernst, hier ist es ziemlich ruhig. Malfas sei Dank. In letzter Zeit muss man ja fast damit rechnen, unmittelbar vor der eigenen Haustür überfallen zu werden. Verfluchte Briganten, wirklich. Das ist doch alles Wahnsinn. Ja, ich wollte handeln. Was darf's sein? Was habt ihr anzubieten? Ich hab... Sagt Sachen. Bescheid, wenn euch was ins Auge fällt. Hat er Gold? Wie viel Gold hat er denn? Wechsel? Wo sehe ich sein Gold? Wechsel, hat 400. Ich würde gern ein paar Sachen verkaufen wollen. Wie wechsle ich zwischen mir und... So, Back, Reiterwechsel. Ich würde gern, zu meinen Waren wechseln wollen. Wie wechsle ich hier auf meine Spalte? Gehabt euch wohl. Sagt Bescheid, wenn euch was ins Auge fällt. Wieso ist der so klein? Wie wechsle ich auf meine Seite hier? Tastatur funzt jetzt gar nicht, finde ich super. Wieso funzt manchmal die Tastatur und manchmal nicht, hä? Schreitet wohl und sichere Straßen. Ich würde gern Sachen verkaufen. Tretet nicht. Sagt Bescheid, wenn euch was ins Auge fällt. So. Ich möchte nicht kaufen, ich möchte verkaufen. Wieso kann ich hier nicht wechseln? Back funktioniert auch nicht gerade. Warum? Tastatur funzt nicht. Möge euer Pfad stets eben sein. Hä? Ich raff da gerade nicht. Warum funktioniert die Tastatur nicht? Hier jetzt so funzt es. So, wir haben aber eh einen Lernpunkt. So funzt es, aber warum gerade beim Handeln hat es nicht gefunzt bei mir? So, Landsknecht, unermüdlicher Schlag. Möchte Angriff mit einer Waffe verbrauchen 25% weniger Ausdauer. Knochenbrecher, Gemetzel, Klingenmeister. Angriff mit Einhandschwertern haben eine Chance von 10% zusätzlichen kritischen Schaden an. Da möchte ich hin, aber... Okay, ich muss erstmal das hier machen. Damit ich in die Richtung gehen kann. Aber wieso funzt das mit dem, mit der Backtaste nicht? Ich muss Sachen loswerden. Was für ein schöner. Alles, was das Herz begehrt. Aber schaut einfach selbst. Ja, ich möchte. So, ich möchte zu meinen Waren, ja? Bitte. Wieso kann ich hier, Steuerung? Mod-Konfiguration? Heldenmenü öffnen, Meditation? Vorgelesene Bücher deaktivieren, Videosequenzen überspringen? Nee. Sonstige Tutorial deaktivieren, Quest-Tutorial deaktivieren, Talent- und Kampf-Tutorial deaktivieren. Das lassen wir. Sky, Dings. Special Edition. Ah, okay. Allgemein, Steuerung. Reiter wechseln.
Drücke die Taste mit dieser Aktion belegt werden soll. Machen wir so. Suchen. Favoritengruppe. Die lassen wir mal sein. Schreitet wohl und sichere. Was darf's sein? Nehmt euch alle Zeit, die ihr braucht. So, ja, jetzt funktioniert das. Achso, ich kann bei ihm nicht alles verkaufen. Ja, das ist super. Gehabt euch wohl. Gibt's jemand anderen, bei dem ich hier Sachen verkaufen kann? Anschlagtafel. Kopfgeldauftrag suchen. Machen wir später. Sucht den Flussheim. Manche Schichten gehen einfach nie zu. Okay, aber das kommt noch. Also mal. So, Flussheim. Gazziador Matalatas Haus. So, Haus des Majors. Also wahrscheinlich des Bürgermeisters. Jutta Gerbersmann. Habt ihr es schon gehört? Angeblich macht so eine kilianische Händlerin Mael Groschenfürst die Führung der Goldenen Sichel streitig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Die Kile sind ein gottesfürchtiges Volk, aber wie sagt man, kauf einen Nagel von einem Kilen und am Ende hat er dir eine ganze Werkstatt verkauft, ohne dass du es gemerkt hast. Okay, ja? Wahrscheinlich, steht eure Ware zum Verkauf? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Ah, okay. Ich will Sachen verkaufen. So, die Handschuhe. So, die Vagabundenstiefel. Warte mal, fangen wir mal so an. Eisendolche. Die machen wir alle weg. Die Dinger auch alle. Den Eisenkriegshammer brauchen wir nicht. Eisenschwert können wir wegmachen. Eisenschwert können wir weg. Da brauchen wir auch nicht alle. Messer. Die Langbögen. Spitzhacke. Spitzer Stahlfall. Okay. Was haben wir hier? Die Dinger machen wir mal weg. Ja, ich wollte schon sagen, ich habe fast alle verkauft. Okay. Weg. So, Schild behalten wir. Lederstiefel. Ne, warte. So. Schwerer Lederhandschuh. Der hat noch genug Geld. Rolle der Wohltat. Noch ein Mehlkrabbenpanzer. So, Baupläne behalten wir. Blauer Quarz. Einzelteile können auch weg. Nägel können weg. Wolfsfälle können weg. So, Pfeife zählt als Zeug. Behalten wir aber mal. Schreitet wohl. Madam? Arbeit, Arbeit. So, okay. Hört sich auf jeden Fall sehr voll an hier. An Leuten. Madam? Madam? Jetzt eine schöne Pfeife für das Kraut. Na sowas, ein Reisender. Ihr seid doch sicher. Niemand würde sich bei all dem Mist, der hier in letzter Zeit passiert ist, noch auf die Straßen trauen. Ihr seid doch sicher hier rumgekommen. Habt ihr irgendetwas gehört, was für ein Abenteurer nützlich sein könnte? Puh, gute Frage. Lass mich mal nachdenken. Ich weiß nicht, ob euch das groß hilft, aber mir hat kürzlich mal ein Wirt erzählt, dass ich seit diesem roten Wahnsinn kaum noch Schattenstahlschürfe in die Pulverwüste trauen. Wenn ihr also gern selbst eure Ausrüstung schmiedet und solches Metall verarbeiten könnt, solltet ihr mal dort schauen. Habt ihr vielleicht etwas zum Tauschen? Zum Tauschen? Ich schätze, das kommt darauf an, was ihr braucht. Dergleichen nichts, okay. Passt auf euch auf. Jo, danke, ihr auch. Schreitet wohl, Madame. Der ist aber auch klein.
Jael? Viele und kaum gute. So viele Wegelagerer und Strauchdiebe wie in den letzten beiden Jahren habe ich noch nie gesehen. Was ist nur los mit dieser Welt, frage ich mich. Alles geht sich an die Gurgel. Tier und Mensch, sogar die Toten. Seid einfach vorsichtig auf euren Reisen. Wer singt da? Ein Weg, den er niemals betritt. Schreitet wohl. Irgendwann will ich auch mal nach Ark. Alles soll so groß und glänzend sein dort. Schmerzte den Pfad, der ihm zugedacht war. Doch der Traum, der suchte, im tiefen Abend droht. Also ich will auch so ein tolles Schwert. Das ist so fies, echt. Sie singt. Irgendwann werde ich mal Abenteurer. Und dann gehe ich die ganze Welt erkunden. Wie, jetzt schon vorbei? Ich dachte, die singt noch ein bisschen. Ihr seid Abenteurer, oder? Ihr habt sicher jede Menge zu erzählen. Nee, ich hab noch nicht viel zu erzählen. Ich hab noch nicht viel erlebt. Ich bin, ich bin Abenteurer in Ausbildung. So, was steht da? Stehlen Wein. Ich find's schon super, dass unten an der Hose die Dings da durch, die Waden durchscheinen. Das ist schon mal gut, dass die Waden durchscheinen. So. Hm? Also, mit denen hatten wir schon mal. Dann suchen wir mal Jesper. Mit ihm hatten wir schon gequatscht. Ne, mit Wosch hatten wir noch nicht gequatscht, ne? Hm? Was wollt ihr? Quatschen. Zur betrunkenen Biene. Gehen wir mal rein. So ist das eben. Darf ich mir ein Lied wünschen? Woher stammen die Lieder, die hier sind? Das ist unterschiedlich. Die meisten Lieder sind uralte endraleische Überlieferungen. Einige sind von berühmten Barden geschrieben worden. Und manche habe ich auf meinen Reisen gesammelt. Darf ich mir ein Lied wünschen? Was möchtet ihr hören? Das Lied vom letzten Sonnenuntergang, das Lied von Vatüren, das Lied vom weglosen Wanderer, das Lied vom alten Mann, das Lied vom Plüsterwald, das Lied von Wildmagiern, das Lied von den Verlorenen, das Lied vom schwarzen Wächter, das Lied vom roten Stern. Spiel einfach weiter, ich lasse mich doch lieber hören. Ich würde das hier mal hören wollen. Gern. In ewiger Nachtung und endlos stummer Qual, so dämmern sie dahin in ihrem Jammertal. Im Leben waren sie weglos, missachteten den Pfad. Nun endlich folgt die Strafe für jede. Schmähten ihren Pfad, doch eines Tages kamen sie unverbrannt ins Grab. Im Leben waren sie die Verdorbenen, im Tod sind sie nun die Verlorenen. Sie lauern in Ruinen, in Grüften und im Wald, sie treten die. Vielerlei
Alter. Ich wünschte, ich könnte auch klatschen hier irgendwie mit meiner Figur. So, Jesper. Ah, das schöne Fräulein kenne ich doch. Einen Schluck Wein? Nicht mit dem Fieber, aber danke. Stimmt, das Fieber. Hätte ich fast vergessen. Bereit für unsere kleine Reise? Der Myrade scheint verletzt zu sein, also werden wir laufen müssen. Wissen, was ist ein Myrade? Ach richtig, du stammst ja aus Nerin. Hier in Endaral wirst du sie kaum übersehen können. Myraden sind riesige Flugtiere. Sehr garstig in Wildform, sehr nützlich in gezähmter Form. Auf ganz Enderal verteilt gibt es Myradentürme, deren Wärter dich gegen ein Entgelt mit ihren Myraden von A nach B befördern. Ah. Aber wie gesagt, der Flussheimer Myrade hat sich verletzt. Wir werden laufen müssen. Ja, gehen wir hierfür. Ich dieses Fieber los bin. Wunderbar. Lass uns noch den Einbruch der Nacht abwarten. So laufen wir weniger Gefahr, in Briganten zu laufen. Ah, und eines noch. Bislang wirkst du auf mich eher wie der Nahkämpfer. Also im Gefecht meine ich. Wie sieht's aus? Lieg ich da richtig? Nein, eigentlich will ich mich eher in Sachen Magie fortbilden. Nein, ich nicht unbedingt. Ich bin eigentlich lieber diskret. Ja, schätze schon. Eigentlich bin ich eher hier diskret. Hm, verstehe. Ich frage, weil ich vorher noch beim Marktplatz war, um meine Vorräte aufzustocken. Bei der Gelegenheit habe ich auch noch eine kleine Weglektüre mitgenommen. Ja. Hier. Ich denke, das könnte dir nützlich sein. So, in Endral erhöhen sich eure kampfbezogenen Fertigkeiten nur durch den Einsatz von Lehrbüchern. Diese können gefunden oder bei Händlern erstanden werden und verbrauchen bei Benutzung je einen Lehrbuchpunkt. Gerade im späteren Spielverlauf sind hohe Fertigkeitswerte ein Muss. Deshalb legt euch stets einen Teil eurer Groschen für Lehrbücher zur Seite. Handwerksbücher funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Wir erhöhen jedoch eure nicht kampfbezogenen Fertigkeiten. Sie verbrauchen Handwerkspunkte statt Lernpunkte und sind erheblich günstiger. Was sind das für Bücher? Der Arasealer in meinem Bett. Sinnliche Bekenntnisse einer Vagabundin, Band 1 bis 5. Du weißt schon, für die einsamen Nächte. Ah, okay. Spaß beiseite, das sind Lehrbücher. Von Arkanisten, Fechtmeistern, je nachdem eben. Du kämpfst gut, aber wenn du deine Fähigkeiten ausbauen willst, kommst du um solche Lektüren gar nicht herum. Okay, danke. Kein Ding. Dann würde ich sagen, auf geht's. Ihr werdet nun von einem Charakter begleitet. Solange ihr auf der vorgegebenen Strecke bleibt, wird Jesper euch folgen. Kommt ihr von der Strecke ab, müsst ihr nicht zu Jesper zurückgehen. Achtet einfach auf die entsprechende Einblendung. Jesper folgt euch wieder. Nach einigen Momenten wird er wieder bei euch sein. Spätestens zu eurer Ankunft im Fremdviertel Arx. Jesper nach Arx begleiten. Hm? Was wollt ihr? Geh mal raus. In die Sonnenküste. Aber warum ist jetzt dunkel? Können wir nicht tagsüber reisen? So, wir haben jetzt aber Lehrbücher bekommen. Einhandkampf. Fernkampf. Leichte Rüstung. Schleichen. Handwerksbuch, Schlösser knacken. So, wenn ich hier nochmal gucke. Lernpunkte 0. Okay, ich habe jetzt alle verbraucht. Handwerkspunkte 7 aber noch. So, okay. Welchen Weg muss ich denn gehen? Ich glaube hier Richtung Norden. Also den Weg. Ich hätte aber gerne doch nochmal geschlafen oder so. Warte mal. Helden-Dings. Über 13% sind wir. Ich muss wieder Ambrosia nehmen. Verzauberungsdrang ranzig. Für 60 Sekunden werden eure Verzauberungen um 7% stärker. So. 2%. Hätte ich andersrum machen sollen. Erst mit der Gesundheit. Nach A. Okay. Machen wir uns auf die Reise. So,
Fackel würde ich mal ausrüsten wollen, weil im Dunkeln. Ach, Bauplan. Also, ne. Habe ich keine Fackeln mehr? Die habe ich auch alle schon gelesen. Ich habe keine Fackeln. Jasper, hast du eine Fackel? Es ist dunkel. So, interagieren? Kann ich interagieren, aber okay. Das ist der Weg nach Ark. Okay, er holt auch sein Schwert raus. Ich wünschte, ich könnte was sehen. Ach nö. Jasper? Achso, der greift noch nicht an. Okay. Wir konnten einfach dran vorbei, ohne angegriffen. Okay. Was haben wir hier? Heilt sofort Lebensenergie. Heilwurz. Der Saft der Pflanze heilt euch. Ich hatte aber auch gedacht, der Bär greift uns an. Nein, das wollte ich nicht. Okay, hier entlang. Ich höre schon Wölfe. Hungriger. Wie hält er mich an? Super. Ich glaube, ich. Wo haben wir das? Pack das auch mal in Favoritenliste. Ah, cool. Oben ist seine Lebens- und Energieanzeige, sowie seine Mana. Okay, das ist ein weiter Weg hier. Das ist ein sehr weiter Weg. Will ich wissen, was uns alles noch angreifen wird? Abgesehen von noch mehr Wölfen. Jasper, kümmerst du dich drum? Okay, Jasper. Wir müssen hier immer noch weiter geradeaus. Wo ist denn der Mooskrabbler? Noch ein Häschen? Was haben wir hier? Wir haben hier wieder eine kleine Siedlung.
Ich hoffe aber nichts, was überfallen würde. Ach nö. Ein großer Straßenwiese. Nur ein Kratzer. Da drin ist noch was. Geschafft. So, das nehmen wir mit. Nicht viel wert. Und die anderen? Da. Straßendieb. Kann man alles verkaufen. Können wir hier nächtigen? Bis es hell ist. Was gibt es denn hier sonst noch? Lebenstrank, nehmen wir mit. Seelenfalle, armselige Seele. Nägel. Handmeißel, Hufeisen. Oh, Handschuhe. Dann alter Eisenpfeil. Gift des Leidens, ranzig. Warum alles ranzig? Lederhelm. Kohle. Hier geht's nach oben. Was gibt's denn hier? Noch eine Truhe. Die leer ist. Das ist ja schade, dass die einfach leer ist. So, Fleckenpilz und Gift des Leidens. Messer. Eine Flöte. Können wir Flöte spielen? Ich hoffe, hier bei Enderal haben die dran gedacht, dass man Flöte spielen kann oder so. Fände ich schön, dass sie dafür Animationen gemacht haben oder so. So, aber wir wollen weiter. Wir wollen nach A. Okay, hier wird's kälter. Hier Schnee und das sieht viel, viel schöner aus hier als in Skyrim mit dem Schnee. Wahrscheinlich noch mehr Banditen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Spähturm entdeckt. Warte kurz. Puh. Das ist doch mal eine Aussicht, oder? Allein für solche Momente lohnt es sich zu leben. Hier war früher mal ein Handelsposten. Aber seit der Abschottung ist er verlassen. Die Abschottung? Ja, so nennt man den Erlass, der vor gut 30 Jahren hier gefällt wurde. Einfach gesagt, wurde durch ihn der Handel mit anderen Ländern stark eingeschränkt. Eine ziemlich unwirtschaftliche Entscheidung, aber ungefähr zeitgleich verließ der lichtgeborene Erodan Nerim. Und ich denke, der Orden hatte Angst, dass dasselbe hier auf Enderal auch passiert. Du weißt schon, rebellisches Gedankengut und so weiter und so fort. Jedenfalls findet seither Handel auf Enderal nur noch streng kontrolliert im Arker Hafen statt. Und kileanische Gewürze und tiermatraler Wein können sich nur noch die erhabenen Pfades leisten. Deshalb mussten eine Menge Handelsposten wie der hier oder die Dreiflusswacht dicht gemacht werden. Aber die Plünderer freuen sich darüber. Interessant. Sieh ruhig selbst nach, wenn du willst. Ansonsten lass uns weitergehen. Es ist noch ein Stück. Okay, und ist das der Ark? Ich guck mal auf der Karte. Ja, das ist Ark da. Da unten ist schon das Wasser. Das da ist Ark.
Sieht für mich bis jetzt erstmal noch aus wie so eine Dwemer-Stadt. Und das hier war mal ein Handelsposten. Ich mache mal lieber in der Ego-Perspektive hier. So, Lehrbuch schwere Rüstung. Komm, wir nehmen Salz mal mit. Fass ist leer. So, warte mal. Ihr habt nicht genügend Lernpunkte. Okay, dann behalten wir das erstmal. Bergmannshütte entdeckt. So, was haben wir hier? Papierrollen. Jesper ist nicht mehr da. Genehmigungstrank, nehmen wir mit. Rolle und Dusus Schlüssel, Geselle. Alter. Ich glaube, den Kampf werde ich nicht schaffen. Also, gehen wir's an. Jesper folgt euch nun wieder. Ja, ich hätte gern gehofft, dass er... Jesper? Wo gehst du hin? Jesper? Viel zu einfach. Kommst du, Jesper? Ja, okay, er folgt mir wieder. Keine Ahnung, was er da hinten gesehen hat, aber... Wir wollen weiter. Alter, wie geil. Das sieht ja richtig schön aus. Was haben wir hier? Schlafen, Heubett. Schockschutztrank, ranzig. Wieso ist alles ranzig? Natürlich kommen da jetzt die Wölfe. Ich habe ein ungutes Gefühl, was Jesper gerade. So. Pfeile nehme ich wieder mit. Der hat keine Pfeile mehr. Mein Beileid. Hier wurde schon einer ausgefressen. Alte Vagabundenkapuze. Lebensflusstrank, ranzig. Zerfleddertes Buch. Alter Eisenpfeil. Ein Beileid an den Typen. Ich glaube, wir werden hier gleich einstürzen. Oder auch nicht. Okay. Wer ist das? Hey, ihr da. Wunder. Könntet ihr mir einen kleinen Gefallen tun? Mein Bruder Ulver frisst sich drüben im Wald die Hucke voll. Während ich, Idiot, an der Brücke Wache schieben muss, weil die Banditen jeden Moment kommen können. Sagt ihm, der soll seinen fetten Hintern aufschwingen und sich auf die Jagd machen. Deshalb sind wir hier. Bruderzwist. Hier oben? So, Ulver? Was wollt ihr? Haut ab, hier gibt's nichts zu sehen. Euer Bruder schickt mich. Ihr sollt ihm bei der Jagd helfen. Ach, sagt er das? Dann hört mir mal gut zu. Seit wir von Ark zur Jagd aufgebrochen sind, macht der nichts anderes, als sich die Hucke voll zu saufen. Wie er trocken ist, bewege ich mich keinen Fingerbreit von hier. Richtet ihm das aus. Bull war davon überzeugt, nicht so tief in die Flasche zu schauen. Wo ist er jetzt? Da unten. So,
Ulva sagt, ihr tut den ganzen Tag nichts anderes, als euch die Hucke vollzusaufen. Und solltet erstmal ausnüchtern. Ist dieser Vartürensohn denn noch zu retten? Sagt ihm, er soll nicht so großspurig auffahren und seinen Arsch hierher bewegen. Okay, das ist irgendwie lustig. Ulva, Ulva meint, ihr sollt... Jasper, was... Ulva? Bunva meint, ihr sollt mal nicht so großspurig auffahren und euren Arsch zu ihm bewegen. Ah ja, soll ich das? Und sagt ihm mal, dass mich, was er will, so viel interessiert wie die Arschhaare eines nackten Vartieren. Okay, Bunva sagen, dass Ulva gesagt hat, dass er ein Aufschneider ist. So, Bunva? Ulva sagt, was ihr wollt, interessiert ihn so sehr wie die Arschkarte eines nackten Vartüren. Jetzt reicht's. Haut ihm für mich eine über. Ich halte mich da raus. Haut ihm selber eine über, wenn euer Seelenfrieden davon abhängt. Das werde ich auch. Ulva, jetzt werde ich's dir zeigen. So, ihr seid auf Stufe 4 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 4 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Ich würde nochmal auf Leben gehen. Leben ist mir momentan viel sehr wichtig. Beim weisen Eremiten, was für Idioten. Herzlich willkommen in Enderal, mein schönes Fräulein. So. Wo geht er hin? Ich will sehen, wie er ihm aufs Maul haut. Wo geht er hin? Da ist er. Jesper? Ich finde das gerade sehr spannend mit dir. Du bist Kerl, verdammter. Ich brauche jetzt erstmal was zu futtern. Danke für eure Hilfe. Okay. Das fand ich jetzt lustig. Aber Quest ist dafür. Jesper? Achso. Das. Boah, ich finde schade, dass Skyrim nicht solche Quests hat. Das sind echt gut. Da liegt was Totes. Nee, da liegt eine Säbelzahnkatze. Junger Gebirgspirscher. Ach so. Ein kleines Kätzchen. Hat aber nichts. Also, wir müssen aber immer noch es nach Ark schaffen. Jesper. So, wie weit ist noch der Weg? Okay. Über die Brücke. Okay, was kommt da? Banditen. Ne, Straßendiebe. Hä? Wieso habe ich jetzt mein Schild nicht ausgerüstet? So, den looten wir. Ich glaube, das wird lustig. Jo. Alter. Wie
Was ist mit Jasper? Das war schon alles? Mehr habt ihr nicht drauf? Das sind hier gerade doch zu viele. Wieso sind das so viele? Ich sehe nichts. Wo laufe ich? Warte. Genesungskraft gleich. Das war schon alles. Mehr habt ihr nicht drauf? Wieder ist alles los. Wie soll ich gegen alle gleichzeitig hier? Und die haben wir gleich erledigt. Hier ist das alles. Aus. Jo, jetzt steck hier fest. Ich steck hier fest. Die haben wir. Nochmal ein Genesungskrank. Autsch. So. Habe ich noch einen Genesungstrank? Nein, habe ich nicht. So. So, kann mir Jasper jetzt gerade nicht helfen? Nicht, dass die hinter mir her ist, dass sie mich noch immer sieht. Das macht langsam keinen Spaß mehr. Ja? Ich stimme dir zu gerade. Soll sich Jasper um die kümmern? Wo ist die überhaupt? Warte, habe ich was zum Essen? Das Gesundheit gibt. So. Gebackene Kartoffel vielleicht? Grillter Lauch? Käserad? Enderaler Krustenbrot? Erhöht eure Tragfähigkeit dauerhaft? Warte mal, das will ich mir jetzt ansehen. Wie viel haben wir jetzt? Tragkraft, also Ausdauer 99. Okay. Wo sehe ich jetzt? 365? Wo ist die eine? Da! Straßendieb. Nehme ich mal alles mit. Warte, ist da jetzt was bei, was besser ist? Irgendwas, was grün macht? Waren das jetzt nur die vier? Ne, da ist noch einer.
Ah, okay. Außerhalb des Kampfes hat das Leben hier regeneriert. Okay. Nein! Nein! Wieder hoch! Die Strömung ist zu hart. Zu stark. Und weg ist er. Jetzt stecken wir hier aber fest, Jesper. Ah, da bist du jetzt. Ich hoffe, Jesper kommt ja auch irgendwie wieder zurück. Dass er irgendwie seinen Weg da rausfindet. Irgendwie. Vielleicht, wenn ich hier einmal in den Turm gehe. Kann man verkaufen. Feder, was ist das? Becher. Roll des Magielichts, zerstörtes Buch, Kohle. Ich hoffe, Jesper findet irgendwie seinen Weg da raus. Das wäre jetzt sonst ein bisschen doof. Wenn ich... Oh, ein geografischer Überblick. Wenn ich jetzt hier mal eine Stunde schlafe, hängt der Aun immer noch da hinten fest. So, die Groschen nehmen wir mit. Lauf. Lauf leer. Pfeile. Zauberbuch, Ahnenrufen, Rang 1. Krankheitsheilung. Lehrbuch, Fionik, Geselle. Wir nehmen alle Lehrbücher auf jeden Fall mit. Ein Bücherhaufen. Groschenbeutel. Was haben wir hier? Bericht eines unbekannten Reisenden, Band 1. Nehmen wir mit. Jagd Langbogen. Ist das besser? Hier ist nichts drin. Käsestück. Hier geht's auch nochmal höher. Käsestück. Karotte. Eisenbahn. Eispranke. Ich glaube, Jesper kriegen wir da nicht mehr raus. Er ist verloren. Wolderbeeren, Alchemielabor. Ich würde gern den Trank da hinten nehmen. Tappwurzel. Ihr könnt Tränke und Gifte brauen, indem ihr zwei oder mehr Zutaten mit demselben Effekt kombiniert. Experimentiert mit verschiedenen Zutaten, um bisher unbekannte Effekte zu entdecken. Ah, okay, So. Herstellen. Mischung fehlgeschlagen. Okay, das funktioniert nicht. Windwurz.
werde ich mal vorsichtig sein. Festigen Psionik. Ah, okay. Was passiert mit denen? Der geschlagen. Salz mit Nebelschaum. Passiert nichts. Menschfleisch mit Lavendel. Menschfleisch mit Krabbenpanzer. Noch mehr mit Friedenskraut. Friedenskraut mit Fleckenpilz. Friedenskraut mit Feuersalze. Friedenskraut mit Ektoplasma. Friedenskraut mit Distel. Ah! Erschaffen Trank, widerstehe Frostschaden. Okay, dann Distel mit Ektoplasma. Feuersalze mit Ektoplasma. Mana wiederherstellen, perfekt. Weizen. Wir können noch mit Weizen was machen. Eben. Ausprobieren. So, Knochenmehl mit Weizen. Was passiert da? Okay, verkackt. Wollte ich nur mal halt ausprobiert haben. Hä? Jetzt ist hier grün? Wenn ich weitergehe, was passiert dann? Kommt Jasper wieder oder bleibt er jetzt da hängen? Automatisch speichern. Ja, super. So, was ist das? Alter, wie schön es hier aussieht. Aber ich würde sagen, hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.